Hallo, komm rein, mach's dir in unserer Runde gemütlich. Ich bin die Mama von Maple und ich bin sparspielsüchtig. Willkommen zur Woche 23 im Luxustopf. Wir beginnen mit dem Coffeebinder. Diese Woche haben wir nicht so viel Geld wie letzte Woche, sondern wir müssen uns das mal teilen. Da der voller ist als der andere, würde ich sagen, wir sparen hier 30 Euro rein ungefähr. Dann haben wir noch circa 20 für den anderen. So, wir müssen erst die 50 klein machen. Beziehungsweise wir müssen den Spartopf. Wir ziehen erstmal die rüber und gucken, was wir überhaupt ziehen. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht groß was wechseln. Was ist mir denn jetzt darunter gefallen? Sehe ich nicht. Keine Ahnung. Weil der Würfel liegt hier noch. Irgendwas lag wohl drauf, was mir jetzt runtergeplumpst ist. So, wir würfeln. Eine 1. Das heißt, wir ziehen direkt die erste rüber mit 3 Punkten. KW 23, 3 sind wir bei 48. Dann können wir ja hier jetzt mal. Nee, wir warten gleich erstmal was. Oder? Doch, wir haben einen 20er. Dann haben wir zumindest gleich schon mal 10er. Wohl, dann können wir den 10er in 5er. So, jetzt müssen da 3 rein. Das heißt, wir leihen uns 3 aus der Kasse und ziehen hier schon mal, schreiben wir das mal hier auf. Und ziehen hier 3 ab, dass wir nur noch 27 haben. Dann kriegen wir nächste Woche, also eine Zweiermöhre haben wir auf jeden Fall nächste Woche, können wir dann einen 50er reinsparen. So, wir beginnen die Runde mit dem Spiel von der Lien. Und ich schaue mal gerade eben, ob das trocken ist. Ich habe mir nämlich einen kleinen eigenen Spielstein gebastelt. Könnt ihr das sehen? Stellt ihr das scharf? Eine kleine Tasse. So. Oh ne, den brauche ich ja gar keinen Gegenstück. Ich muss ja nur den wegnehmen. Oh. Okay, Leute, und es hat nicht geklebt. Muss das mit Sekundenkleber machen. Dann lassen wir den drauf und den zeige ich euch nächste Woche noch mal. Ich bin damit noch am Ausprobieren. So. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier unten auf den Barista. Den haben wir ja schon eingestellt. Wir haben ja bis auf die Naomi alle eingestellt. Das heißt, Moment, was war? Diesen dann Mitarbeiter. Ich lese es euch deutlich vor, für die, die letzte Woche nicht mit dabei waren. Dies sind deine Mitarbeiter in deinem Café. Wenn du das erste Mal auf den Mitarbeiter kommst, zahle 5 Euro für die Versicherung und kreuze auf der Zusatzkarte den Mitarbeiter ab. Haben wir gemacht. Bei jedem weiteren Mal zahl die Quersumme des aktuellen Mindestlohns. Wahlweise kannst du ihm auch eine Gehaltserhöhung geben beim nächsten Mal. Echo.
Wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn? Der will nicht mit mir reden. Echo? Wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn? Hey, sonst mischt er sich in jedes Gespräch ein und jetzt blinkt er nur ein bisschen blau und sagt mir nichts. Alexa, wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn? Übersetzt von Cornell.edu. Der aktuelle bundesstaatliche Mindestlohn beträgt 7 US-Dollar und 25 Cent pro Stunde. Ja, das hilft mir sehr weiter. Ich habe keine Ahnung. Was ist der? 12 Euro? Keine Ahnung. Unter 10 Euro? Ich weiß es nicht. Ich sag mal 12 Euro, das heißt, die Quersumme wären dann 3. Ansonsten kriegt er beim nächsten Mal eine Lohnerhöhung. So. Aber 12 Euro finde ich, glaube ich, schon, wenn du nur Kellner hast, finde ich das, glaube ich, schon ganz gut. So. 4. Moment, ich würfel mal einmal mit einem kleinen Würfel 3. Das heißt, 3 Partien dürfen wir spielen. Jetzt haben wir eine 4. 1, 2, 3, 4. Das ist ein Gast. Das sind deine Kunden. Schau in der Speisekarte, was sie bestellen, indem du würfelst. Die Augenzahl ist jeweils Nummer in der Speisekarte. Entscheide selbst, wie viel deine Kunden bestellen. Außerdem kannst du selbst entscheiden, ob sie dir Trinkgeld geben. Wenn sie es tun, würfel den Betrag und trage diesen in der Kaffeekassenkarte. Ja, Kaffeekassenkarte ein. So, ich würde sagen, die bestellen immer für einen, außer die hier, die sind zu zweit, die bestellen für 2 Leute. So, jetzt gucken wir mal, was in der Karte so angeboten wird. Was braucht man nochmal für einen Würfel? Einen 16er Würfel. Das heißt, ich nehme einen 20er, ne? Die 3. Die 3 ist Milchkaffee mit Sahne und Streusel. Kostet 4 Euro. Und dann dürfen wir noch, dürfen wir noch eine Partie spielen. Eine, so, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Barista, die wir auch schon hatten. Das bedeutet, dass die auch den Mindestlohn kriegt, den wir heute ja bei 12 Euro festgesetzt haben. Und die Quersumme davon wären 3. Das heißt, wir haben 7, 10. Wir haben genau 10 Euro. Das heißt, wir haben noch 17 zu verspielen. Nee, Quatsch, ich blätter in die verkehrte Richtung. So. Starbucks Coffee. Dafür habe ich nämlich eigentlich auch einen neuen Magnet, aber dann hat er ja genauso schlecht geklebt. So. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen wir auf die 1. Die 1 ist hier diese Rubbel-Challenge. Und noch haben wir genug Geld, 17 Euro. Die ist nämlich von 2 bis 15 Euro können da drunter sein. Kann sein, dass jetzt unser ganzes Geld weg ist. Wir schauen mal. 8. Also hier mit dem harten Untergrund geht es recht gut zu rubbeln. Oder zu kratzen, besser gesagt. Das ist kein Rubbeln mehr.
Euro. KW 23. 8 Euro sind 10. Ich muss mal den... Obwohl, den könnte ich vielleicht lochen, dann ist er besser. Weil hier in der Tasche ist er im Weg. Jedes Mal will der raus. Nochmal eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir auf der 9. Und wir haben hier die 8 Euro waren das gerade, ne? Ja. Wir haben die 8 Euro nicht runtergerechnet. 17 minus 8. Wir haben noch 9 zur Verfügung. Und wo müssen wir hin? Habe ich jetzt auch schon wieder. Was haben wir gesagt? Die 9. 7, 10, 9. Und das ist das Labyrinth. Der nächste Weg wäre eine 8. Ja, dann ist das Geld doch so gut wie weg. So, 8. Müssen wir mal eben hier eintragen. KW 23, 8. 109 plus 8 sind 117. So. Ansonsten, wenn ich das jetzt nicht gepackt hätte, dann wäre ich hier auf die 3 gegangen. Ne, dann fangen wir einfach mit einer anderen Katze wieder an. Kann man auch machen, oder? So, jedenfalls haben wir jetzt da, sind wir einen Schritt weiter gekommen. So, jetzt haben wir noch 1 Euro. Kommt, den sparen wir uns. Und tun hier praktisch, einen haben wir übrig, also sind das 29 minus die 3 sind 26, müssen hier in den Pott. 26. Dann tun wir 4 raus. Wir werden 30. 40, 50. So. Und damit können wir die 3, die wir da reingetan haben, wieder hier raus tun. Den Euro, den wir übrig haben, der kommt gleich in mein Sparmäppchen hier. Mein Sparkassenmäppchen. Muss ich auch mal was Schöneres. Ich habe so viele schöne Mäppchen und ich schleppe immer dieses Kunstlederding mit. So, das heißt, wir haben 20 Euro jetzt, um tada. Jetzt hatte ich aber wieder einen Denkfehler gehabt. Und zwar können wir den Euro, den ich da ins Mäppchen getan habe, ja, mit in die, wir müssen ja gar nicht genau 30 hier reinsparen. Wir können ja dann auch 29 sparen und dafür 21 in die andere Challenge packen, ne? Die hole ich mal wieder raus. Und dann kann der lieber mit rüber in die Boho-Challenge, außer es wäre da auch, wird ungerade. Aber dann packen wir die 21 jetzt in die Boho-Challenge. So, dann machen wir im Boho-Binder weiter. Wir schreiben uns die 21 hier auf. Und spielen eine Runde Quartett.
Eins, zwei. Der Löwe gewinnt mit 3 Euro. KW 23, 3 Euro sind 85. Sind 18. So, dann kommen wir nach den Polarträumen. Lohnt sich da noch zu würfeln? Ja. Wir haben den noch liegen. Ne, wir nehmen mal was anderes. Ich nehme den. Eine 4. Nehmen wir die. Okay. Müssen wir hier mal wieder wegwischen. Nicht mehr nass genug. So, dann haben wir hier die KW 23 mit einer 4, genau. 75 sind 79. Ich habe jetzt nur die Bibliothek gesehen. Ich denke so, wo hatten wir den denn? Haben wir die Bibliothek überschlagen? So, 18 minus 4 sind 14. Der Bibliothekar. Gucken, haben wir da noch? So, wir haben noch Würfelplatz. Eine 6. Und hier tragen wir ein KW 23, 6, 36 und 642. So, dann kommen wir hier zur Thank You Challenge. Von Trio Design, die habe ich von der Lean bekommen. Wir haben 1, 5, 2. Eine 6 gibt es nicht. Eine 5 gibt es. Genau, und da haben wir hier die goldenen. Moment, wie viel hatten wir jetzt gerade beim 6? 14 minus 6. Ich weiß nicht, was ich gerade am Überlegen war. 14 minus 6 sind 8. So, und jetzt haben wir eine 5. Das heißt, wir haben noch 3. Jetzt habe ich mich durch die 3 wieder irritieren lassen. Nein, wir hatten gerade eine 5, ne? Sind 7.
So, und dann haben wir noch drei, die wir spielen können. 4, 5, 6, 1, 1, 4. Nee. Aber hier finden wir bestimmt eine 3. Hier ist die Farbe fast wieder weg. So, eine 2, eine 8, 9, 2, 1. Müssen wir hier oben in den Regalen gucken. 2, 4, 5, 2, 1, 7, 8, 2, 5, 6, 5, 3. Hier ist die erste 3. Das auch. Hier kommt nochmal eine 3 und dann war es das. Dann müssten wir demnächst dann 2 und 1 zusammenzählen. Und glatte 50. Ja, hallo Schoki. Wolltest du mal Hallo sagen, komm? Bin ich mal gespannt. 165 Euro kommen hier irgendwann zusammen. So, und damit haben wir das ganze Geld weg. Glatte 21. Wir brauchen uns keine Gedanken machen mit Wechseln. Packen es hier einfach mal rein. Aber vielleicht können wir. Ja, kommt. Ich guck mal, wir können bestimmt hier ein 50er reinpacken. 20. 40. 50. Tun wir die schon wieder rein, damit wir gar nicht durcheinander kommen. Und dann holen wir uns einen Fuffi aus dem Tresor. Packen das erstmal weg, damit wir gar nicht mit dem Geld durcheinander kommen. So. 20, 20. Da haben wir nächste Woche doch schön was zum Starten hier. 5er. Die tue ich jetzt auch hier bei den vor die Papp-5er. 10er. So, und dann wird der für heute mal wieder verschlossen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Da sind wir schon wieder durch. Hier liegt noch irgendwie Geld. Oh, auch nochmal ein 5er. Schnell dahin. So, wir sind durch. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, wir wollen nicht so viel kaufen die nächsten 24 Stunden. Aber wenn doch, dann tun wir uns das richtig auf der Zunge zergehen lassen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo. Hallo. Wir begrüßen euch in der Woche 23 in unserem Krimi Casino Binder. Wir haben von Alltagssparen den Luxuszug. Der ist in den letzten Zügen, würde ich fast sagen. Er ist fast im Bahnhof angekommen. Ah, es ist doch noch ein paar, ja, ist noch ein bisschen, noch. Ne? So. Du darfst wieder beginnen. Okay, dann mache ich hier. Hast du was? Ja, 1 Euro. Ist hier noch nicht noch so. Veräppelst du mich hier? Ach so! Das Seil oder was? Nee, das hatten wir schon. Wo ist denn dein Euro, den du gemacht hast? Da. Der. Dann mache ich hier zwischen jetzt. Dann ist das die Fläche auch frei. Oh, 4. Da haben wir die Zwischendinge nicht weggemacht. Mhm. Mache ich hier richtig sauber mal rein. So, hier darf ich nicht lang. Okay. Gut. 1 und 4 sind 5. Haben wir. Dann tu du das da rein und ich muss das mal eintragen.
Das war 5. 5. 145. So, Miep Casino. Das ist vom Minimi-Laden. Habe ich nichts draufstehen, ne? Die ganze Zeit nee. Schon. Nehmen wir das ruhig mal alles raus. Wir Gut. stehen hier auf der 1, die du letztes Mal gemacht hast. Noch eine 1. Bist du am Stern? Der Stern war. Muss mal gucken, rück erstmal vor. Da unten. Wow, ein paar goldene Lose. Öffne es schnell, spare die Quersumme und den Abend weiterhin zu genießen. Ein goldenes Los, nicht wie beim letzten Mal so, ich ziehe ein paar oder so. Mal sehen. Okay. Die Quersumme von 75 sind 12. Und davon die Quersumme? Oder willst du die 12 Euro sparen? Ja, das wären dann 3, ne? Mhm. Nehmen wir die 3. Dann merkt ihr die mal. Ja. Auch eine 1. 2. Okay. Dann sind wir nur bei 5 Euro, oder? Ja. Die Runde jetzt nicht so viel. Ah, da wir ja letztes Mal rausgeflogen sind wieder, ne? Also bis ja. vorletztes Mal. Ja gut, aber das war billiger, als wenn du jetzt nicht die nochmal die Quersumme genommen hättest. 10 Euro statt jetzt 12 dann. Hm? Ach, den Würfel gleich noch rein. KW 23. 5. 5? Ja, 3 und 2. 2. Okay. 104 sind 109. Den hier vor. So, dann war's das schon. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.